Tagesplan. 13 Uhr Beauty Time. Wax Max Waxing Studio. Ich habe schon Rahim geschrieben. Ich muss nämlich mit ihm ins Studio. Pfefferspray. Guck mal, was hier steht. Hier ist meine Unterwäsche drin. Guck halt, wenn du dich traust. Bist du bereit? Nein! Ich auch nicht. Hi! Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Leute, ich sitze hier heute zusammen mit Kelly und ich bin so übertrieben, fröhlich, aufgeregt. Ja, alles. Wir haben nämlich das krasseste und mega ultra Projekt ever geplant. Ich habe das ja schon auf Insta und in meinen letzten Videos geteasert. Wir werden nämlich unser Leben tauschen. Und das Ganze ohne Fake, ohne irgendwas, sondern wirklich 24 Stunden unser Leben tauschen. Ja, das ist so krank, frisch mit allem, mit Wohnungstausch, mit was wir eigentlich machen würden den ganzen Tag. Wir sind gerade bei mir in der Wohnung, Kelly hat ihren Koffer dabei, der steht hier vorne. Ja. Und ich habe meinen Koffer gepackt, wir tauschen gleich unsere Schlüssel und dann bin ich für 24 Stunden einfach raus aus meinem eigenen Leben. Aber bevor wir hier irgendwie weiterreden, ihr müsst unbedingt, wirklich unbedingt, unbedingt, Kellys Kanal als allererstes abchecken, nachdem ihr dieses Video geschaut habt. Das wird der erste Link in der Beschreibung sein. Dann seht ihr einfach, wie sie sich in meiner Wohnung umschaut und ihr seht Sachen, die ihr davor noch nie gesehen habt und es wird einfach komplett crazy. Und gerade wird es richtig real. Ne? Weil ja, voll. Ich dachte, ich stand noch mit meinem Koffer so in einem Aufzug und dachte, was machen wir da? Wir haben uns auf jeden Fall beide gegenseitig so einen Tagesplan geschrieben, damit wir auch wissen gegenseitig, was der andere wann zu tun hat. Das ist so bescheuert, ne? Und du hast gleich um 13 Uhr deinen ersten Termin und es ist schon 12.15 Uhr. Wir haben 12.15 Uhr, genau. Das heißt, ich muss gleich los. Lass uns das Ganze angehen, würde ich sagen. Oh, wir müssen Schlüssel tauschen. Wir müssen Schlüssel tauschen und es wird übrigens eine mehrteilige Serie. Das heißt, wir machen nicht nur einen Teil, sondern es gibt mindestens einen zweiten, vielleicht einen dritten Teil. Je nachdem, wie gut sie es ankommt. Lass mal ein paar Likes da, schreib mal einen Kommentar. Das ist mein Schlüsselbund. Eigentlich musst du gar nichts wissen, das ist mein Schlüssel für alles. Also, bist du bereit? Ja. Wir tauschen wahrscheinlich in Kellys Video nochmal genauso. Die ja, also du bist weg. Okay, das fühlt sich krass an. Boah, das fühlt sich auch richtig strange an. Ja, ich hatte noch nie den Schlüssel von jemand anderem in Besitz. Also wirklich so den Schlüsselbund. Das ist voll strange. Das ist eine Sache, die man eigentlich nie tauscht. Ich glaube, ich habe jetzt schon vergessen, was der Haustürschlüssel ist. Es ist jetzt nicht mehr meine Wohnung. Ey, nee, Max, was geht da? Ey, Kelly, ja, was geht? Oh mein Gott. Okay, das machen wir nicht, oder? Nein, machen wir nicht mal, wenn wir uns so sehen. Wir sind so, hallo. Ja gut, dann würde ich sagen, viel Spaß in meinem Leben. Warte, ich gebe dir noch den Zettel. Ich kriege jetzt von Kelly den Zettel mit meinem Tagesablauf. Und dann muss ich mich auch schon auf den Weg machen zum ersten Termin. Um 13 Uhr. Okay, Freunde, wie lange habe ich schon nicht mehr eine Kamera so in Vlog-Perspektive gehalten? Ich bin ohne Witz komplett aufgeregt. Ich bin gerade jetzt noch in meinem Schlafzimmer. Hier ist mein Koffer, da muss ich noch ein, zwei Sachen reinschmeißen. Und ich öffne jetzt mal mit euch zusammen den Brief, den Kelly mir geschrieben hat. Kameraperspektive sitzt auf jeden Fall. Tagesplan, 13 Uhr, Beauty Time, Palmstraße 8. Ist auf deinen Namen, die wissen Bescheid, aber frag trotzdem nochmal wegen Film. Beauty Time? Was? Okay, das ist der erste Tagesplan. Ich gucke jetzt erstmal nicht weiter rein, damit ich noch ein bisschen Überraschung habe. Ich muss jetzt in einer halben Stunde bei der Adresse sein und habe anscheinend Beauty Time. Das ist so außerhalb der Comfortzone, was wir hier machen, aber ja, wir machen es. Also ich gehe jetzt aus meiner Wohnung raus und dann heißt es erstmal Tschüss für 24 Stunden. Dann bin ich wahrscheinlich morgen so um 13 Uhr wieder in meiner eigenen Wohnung. Bis dahin, Bond Kelly hier. Los geht's. Wir haben uns gerade verabschiedet. Ich stehe in meinem Aufzug und mache mich jetzt auf den Weg zum ersten Termin. Kelly ist in meiner Wohnung, ich bin weg, sie kann alles anschauen. Los geht's. Okay, ich sitze jetzt hier rum und vertreibe mir noch ein bisschen die Zeit. In 18 Minuten ist mein erster Termin, ich muss auch gleich weiter. Ich habe schon Rahim geschrieben, dem Freund von Kelly, der ja auch Musik macht und so. Ich muss nämlich mit ihm ins Studio, habe ich erfahren. Und ich habe geschrieben, yo, Rahim, hab deine Nummer von Kelly, hast du auch meine. Bin gespannt, was du mit mir vorhast, so irre dieses Projekt. Er schreibt, yo, Max, geil, bin auch gespannt. Scheinbar weiß nicht mal er, was wir machen. Ich werde wahrscheinlich singen müssen. Das heißt, wenn ihr mich singen hören wollt, dann bleibt dran, schaut die nächsten Videos. Ich sitze immer noch hier und ich habe gerade die Adresse eingegeben, die Kelly mir aufgeschrieben hat. Und guckt mal, was bei Google kommt, wenn man das eingibt. Wax Max Waxing Studio. Oh mein Gott, als ob ich jetzt mich waxen lassen muss. Ich gehe da jetzt erstmal hin und hoffentlich bieten die noch irgendwas anderes an. Aber 11 Minuten zu Fuß, dann bin ich pünktlich. Freunde, ich muss jetzt einfach mal Kelly anrufen und fragen wegen Waxing. Ob das jetzt, ob ich wirklich jetzt gewaxt werde, weil ich glaube, das tut doch übertrieben weh. Okay, sie geht nicht ran, ich schicke ihr einfach mal eine Sprachmemo. Kelly, ich habe gerade die Adresse
Adresse, die du mir aufgeschrieben hast, bei Google Maps eingegeben und dann kommt einfach Waxing Studio. Ist das dein Ernst? Werde ich jetzt gewaxt? Ich gehe da jetzt hin. Oh mein Gott, ey. Ich muss das jetzt, glaube ich, durchziehen, ne? Kelly hat geantwortet. Ich spiele es euch mal vor. Alles ist absolut richtig, aber das kriegst du hin. Keine Sorge. Ich glaube an dich. Viel Spaß. Ich habe sehr viel Spaß hier. Ich würde sagen, Augen zu und durch. Ich gehe da jetzt hin. Und ich glaube, ich muss mir noch überlegen, wie ich mich waxen lasse. Oh mein Gott, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal mache in meinem Leben. Oh, scheiße, ey. Naja. Vorne ist der Laden. Wax Max, lustigerweise. Ich hoffe übrigens, dass das nicht so schlimm ist, dass ich immer switche zwischen Handy und großer Kamera. Aber die ist halt so schwer auszupacken, immer aus dem Rucksack. Und deshalb wechsle ich das einfach so. Ich muss jetzt reingehen und ich frage erstmal, ob ich filmen kann. Und ja, ihr werdet es ja dann sehen. Sonst sehen wir uns gleich wieder. Ich habe gerade erfahren, dass meine Beine gewaxt werden sollen. Aber komplett, oder wie? Ja, komplett. Ich habe so eine krasse Beinbehaarung. Echt? Okay, das muss ich mir nochmal gut durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht würde ich auch Brust noch wechseln oder sowas. Auch Brust wechseln? Wenn das geht. Geht auch gar nicht mehr. Brust ist aber noch viel schlimmer. Es tut dann vielleicht mehr weh, aber... Ja, dann steht auch die Gefahr, dass die Haare sich dann zünden, dass du Pickelchen kriegst beim ersten Mal. Das wird eher den Beinen machen. Aber ich will keine glatten Beine. Okay, wir überlegen uns das nochmal. Okay, schon mal Dankeschön an dich, Kelly, an der Stelle. Also Kelly hat für mich Beine komplett gebucht. Ja. Oh mein Gott, ey. Also ich kann euch gleich mal zeigen, wie behaart meine Beine sind. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal in einem Video sage. Aber ich werde wahrscheinlich wechseln auf Brust, weil, keine Ahnung, das dauert dann 5 Jahre, bis meine Beinhaare nachgewachsen sind. Und ja. Ja, Leute, hier sitze ich jetzt und kriege meine Brust gewaxt. Ist vielleicht auch eine gute Entscheidung. Aber Beine, es tut mir leid, Kelly, Beine hätte ich nicht übers Herz gebracht, weil ich zeige euch das mal jetzt ganz kurz. Das sind halt meine Beine und ich habe mein Leben lang schon mega viel Beinhaare und wenn ich jetzt einfach so glatte Hotdogs als Beine hätte, würde ich, glaube ich, damit nicht klarkommen. Deshalb machen wir die Brust. Ich muss mal gucken, wie viel ich da drin jetzt gleich filme. Ich durfte glücklicherweise meine Kamera hier rausholen und filmen und so weiter und so fort. Leute, ey, auf was habe ich mich eingelassen? Vor allem, ich habe Kelly eigentlich nichts Gemeines gegeben und sie macht einfach Waxing. Vielleicht muss ich meinen Freunden, die später mit ihr Auto fahren, noch irgendwie sagen, dass die irgendwie einmal so schreien sollen, dass sie sich voll erschrickt oder so als Rache. Okay, hier sind wir. Das ist scheinbar der heiße Wachs. Oh Gott, und hier liege ich dann gleich. Das sieht schmerzhaft aus, ohne dass es irgendwas macht. Zum Glück habe ich nicht so eine schlimme Behaarung. Soll ich die einfach mit Schuhen hier drauflegen? Ja, ja, ausziehen? Kannst du gleich mit Schuhen. Okay. Ja, ich habe mich auch noch nie oberkörperfrei gezeigt auf YouTube. Das ist es soweit. Okay, ich wurde gerade erstmal gepudert. Die Sache ist, wir machen das Ganze. Ist das heiß? Oh, das ist ja mega heiß. Oha! Ja. Das fühlt sich aber echt gut an. Vielleicht mache ich das jetzt immer. Noch. Ich habe noch nicht abgezogen. Oh, ich frage mich, wie schlimm das wirklich sein kann, die Schmerzen. Ich meine, jeder sagt ja, dass das so schlimm ist. Aber gibt es irgendwie sowas, wo man drauf beißen kann, wenn man stirbt vor Schmerzen? So, wer schön sein will, muss leiden, oder wie war das? Das ist so das Motto von eurem Laden hier, ne? Genau. Boah, wenn ich aber Beinhaare gemacht hätte, das wäre... Oh, ist das schon der erste? Ja. Oh Gott, okay. Zählst du runter? Uiuiuiuiui. Ich habe zum Glück nicht so krasse... Okay, der ist hängen geblieben. Puh, Leute, ich leide erstmal ein bisschen in Ruhe. Ich melde mich gleich wieder. Tschüss. Okay, Leute, das war gerade einmal richtig groß und das sind einfach meine Haare. Oh Gott, ich habe so ungefähr 5% geschafft. Weiter geht's. Das ist mein Körper, ich sehe aus wie ein Krebs, der so fleckenweise noch ein paar Haare hat. Ja, mein Leben ist scheiße. Ich kann dir gleich mal ein Foto zeigen von Kelly, damit du weißt, wen du das nächste Mal richtig leiden lassen musst, wenn sie hier vorbeikommt, okay? Oh, uiuiui, der war auch übel. Oh Gott, oh, ich bin auch voll am Schwitzen, ey. Naja, gleich habe ich es geschafft. Okay, ich habe es jetzt einfach ausgesessen. Das ist so krass, diese Kante hier oben, oder? So, zack. Und das ist der letzte Streifen, der abgezogen wird, dann ist es geschafft. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung gewesen. So sehe ich jetzt aus. Ich habe einfach keine Haare mehr. Ich bin jetzt ein Nacktmull. Ich habe gerade mal Kellys, muss ich bezahlen, 38 Euro, danke Kelly. Na, Spaß. Ich habe gerade Kellys Instagram-Account mal gezeigt, dass sie genau wissen, wer beim nächsten Mal waxen richtig leiden muss.
Ja, nehme ich mal mit. Ja. Ach, ja, eine Geschäftsausgabe. Ja, gerne. Und außerdem guckt hier gerne nochmal vorbei. Der Laden heißt Wax Max und ich wurde noch nie so gut gewaxt. Also, dankeschön. Trotzdem. Danke an Bianca. Genau, danke an Bianca. Und dann geht's jetzt weiter. Und ich treffe mich mit Mikey. Okay, kleine Planänderung. Eigentlich wollte ich mich mich um 14 Uhr mit Mikey treffen. Der kann aber erst um 16 Uhr. Das heißt, ich fahre jetzt zu Kelly in die Wohnung, oder in meine Wohnung meine ich natürlich, und gucke mir die mal an. Wir haben uns den Tagesablauf vom... Okay, erstmal Treppenlaufen. Und hier bin ich, an Kellys Wohnung. Geht's. Was ist das denn? Willkommen in meiner Wohnung, haha. Der Zwerg, und er zeigt mir einen Mittelfinger. Erstmal außer Atem von der Treppe, aber ohne Witz, dieses ganze Projekt, ey, ich feiere es so krank ab, Mann. Richtig schön aufgeräumt und alle Fenster auf. Und überall sind so kleine Zettel. Boah, wir entdecken jetzt gleich zusammen alles. Ich hole die richtige Kamera raus und wir gucken uns das an. Okay, Leute, ich habe jetzt auf die große Kamera gewechselt. Ich habe mich nicht viel bewegt und wir gucken uns jetzt zusammen alles gemeinsam an. Ich bin mir sicher, wir werden die ein oder andere Sache entdecken. Und Kelly, du kannst Gift darauf nehmen, dass ich keine Rücksicht nehmen werde. Nicht nach dem, was du mir gerade angetan hast. Also Leute, hier ist der Eingangsbereich. Ich weiß gar nicht, ob Kelly mal so eine richtige Roomtour hochgeladen hat. Hier hat Kelly ihre Schuhe und verschiedene Sachen. Wir haben gerade schon mal kurz gefacetimed, das könnt ihr in Kellys Video sehen, und haben über meine Waxing-Behandlung gesprochen. Sie hat auch schon eine Kappe von mir auf und wird jetzt gleich in die Uni gehen. Das ist schon mal cool. Ja, der Zwerg hier habe ich sehr gefeiert. Willkommen in meiner Wohnung, der zeigt Mittelfinger. Das hier, sehr nice. Fahndungsplakat von Sirius Black und von Harry Potter. Das ist ja eine Gemeinsamkeit von mir und Kelly, dass wir beide krasse Harry Potter Fans sind. Und ja, hier ist mein Badezimmer. Ich hätte gerade fast gesagt Kellys, aber natürlich ist es meins, weil ihr wisst ja, es ist meine Wohnung. Da ist mein komischer Borsten Ding. Das benutze ich regelmäßig, damit meine Haut besser wird. Das funktioniert so. Man nimmt das und dann klickt man so. Ja, okay. Der ist gerade kaputt, der wird bald repariert bestimmt. Meine Toilette, meine Badewanne, ja, auf jeden Fall. Und da drüben ist meine Waschmaschine. Es ist lustig hier zu sein. Ah, Altbauduschen sind der Horror. Die Temperatur ist, denke ich, perfekt eingestellt. Muss nur oben links drehen. Ach, Kelly hat gar keine Duschkabine, sondern eine Duschwanne. Ja, bei mir gibt's beides, Kelly. Ich bin gespannt, wie Kelly meine Wohnung findet. Also Kellys Wohnung ist richtig cool eingerichtet. Man kommt hier so rein, es ist so richtig so voll cozy und sowas. Und dann die Harry Potter Plakate. Feier ich. Okay, das ist das Badezimmer. Ich gebe euch einfach eine Roomtour. In Kellys Wohnung, ich meine, wie soll es auch anders sein? Und hier ist mein Schlafzimmer. Ich war noch nie bei Kelly im Schlafzimmer. Heute Nacht werde ich hier scheinbar schlafen. Okay, ein Spiegel. Ah, noch mehr Harry Potter. Hier, das ist immer gut. Und hier mache ich dann immer meine Outfit-Posts. Hashtag Kelly schreibe ich dann meistens drunter. Bitte Mikey seine Klamotten mitbringen. Ich treffe mich ja gleich noch mit Mikey. Ah ja, da sind meine Gucci Sachen, was auch immer ich nochmal von Gucci habe. Hab mir auf Empfehlung von Freddy einen Matratzentopper gekauft. Weiß noch nicht, ob ich es gut finde. Ach, das ist ein Boxspringbett. Ja, es ist ein Boxspringbett. Und hier ist ein Topper. Ich glaube, das ist richtig gemütlich. Ich kann dir gerne Bescheid sagen. Boah, Kelly hat so voll die dünne Decke. Ich habe so eine richtig fette Daunendecke noch. Aber es sind auch trotzdem, es sind 8 Grad draußen. Was? Falls meine Feinde dich im Schlaf angreifen, Pfefferspray, Pfeffer-K.O.-Spray. Besser Kelly nicht im Schlaf angreifen, sonst kommt das Pfefferspray zum Einsatz. Ja, hier schminke ich mich dann meistens. Da sage ich dann zum Beispiel so Sachen. Make-up von Estée Lauder kann ich sehr empfehlen. Da bin ich gleich mehrfach. Oha, Leute. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es filmen werde, aber guck mal, was hier steht. Warning. Hier ist meine Unterwäsche drin. Guck halt, wenn du dich traust. Aber das wird immer zwischen uns stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Schrank öffnen sollte. Ich werde es auf jeden Fall nicht jetzt gleich machen. Ich glaube, ich spüre es, wenn ihr mir jetzt ein Like gebt auf dieses Video, weil dann könnte ich ihn höchstwahrscheinlich öffnen. Deshalb macht es mal. Generell, dieses doofe Gebettel und sowas ist immer blöd. Aber ich wollte nur wirklich gerne mal sagen, 65% der Leute, die meine Videos schauen, haben meinen Kanal nicht abonniert. Und das ist eigentlich voll schade. Wollt ihr das nicht ändern? Wenn du gerade mein Video schaust, es cool findest und meinen Kanal nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch einfach, weil dann kannst du mehr von solchen coolen Videos sehen. Und ich bemühe mich auf jeden Fall immer, so coole Videoideen zu finden. Das ist jetzt schon echt ein Special-Projekt, aber ich glaube, es lohnt sich, deshalb abonniert. Schlafzimmer ist abgehakt. Gucken wir mal weiter. Okay, Leute, hier geht's weiter. Hier
kommen wir in die Küche. Das ist eigentlich voll cool. Kelly hat so eine offene Wohnküche. Das ist ja eine Dachgeschosswohnung, also so eine Maisonette. Das heißt, da ist noch eine weitere Etage. Man steht hier einfach so 5 Meter unter der Decke. Ich kann mal gucken, gibt es was im Kühlschrank zu essen? Oh, wow. Oha. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Hier, ist so ein Healthy Fitness Brownie. Lecker. Sie hat einfach einen eigenen Brownie gebacken. Und in meinem Kühlschrank gibt es nur so Müll und Soßen, Ketchup und so. Alter. Ah, Wasserspray Kokos. Das ist, glaube ich, auch ein Hauptnahrungsmittel von Kelly. Ist das Remoulade? Nee, Mayonnaise, aber ganz schön ordentlich. Man hat hier so diese 2-Liter Cola-Flasche und nebendran fast so groß diese Mayonnaise. Ja, Mayonnaise ist wichtig. Okay, hier ist die Küche. Sorry, für eine bessere hat es nicht gereicht. Wenn mir deine gefällt, komme ich jeden Tag vorbei, lol. Das ist richtig cool. Kelly hat hier so ein Regal mit so Sachen, die sie ausstellt. Ein Fake 100-Euro-Schein. Hier ist einfach Harry Potter-Regal. Sie schreibt, dazu muss ich nichts sagen, oder? Gleich 9¾, Hedwig, Schokoladenfrösche, Felix Felicis. Wow, und sie war bei Harry Potter and the Cursed Child. Das kommt ja jetzt, glaube ich, auch nach Deutschland. Dann deutscher Webvideopreis 2015. Sowas gibt es in meiner Wohnung definitiv nicht. Dafür bin ich zu scheiße. Und 100.000 Abonnenten-Playbutton. Den gibt es bei mir. Und hier draußen eigentlich voll chillig, so ein kleiner Balkon. Ich finde es hier gut. Nach dem ersten Eindruck von deiner Wohnung, ich muss zwar noch nach oben gehen, aber nach dem ersten Eindruck können wir das gerne öfter machen. Ich werde sicherlich noch die eine oder andere Sache entdecken und sie euch zeigen. Aber gehen wir mal hier die Treppe hoch. Und hier oben war ich schon ein paar Mal. Ich meine, wir haben hier schon Videos gedreht. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe gerade auf den Zettel geschaut mit meiner Tagesplanung, dass ich ja auch später ins Studio gehe mit Rahim. Hier steht ein Zettel. Hier kannst du ein bisschen üben, bevor es später ins Studio geht. Ja, ich zeige euch mal das einzige Lied, was ich spielen kann. Überall so Harry Potter Merch. Und was ist das für ein krankes Gaming-Setup? Einfach so ein heftiger Gaming-Monitor. Mikrofon, nice. Zockt Kelly? Schreibt es mal in die Kommentare, ich weiß es einfach nicht, obwohl wir unsere Leben tauschen. Bin ich einfach dumm und sie macht Gaming-Videos? Das wäre jetzt übertrieben peinlich. Und sie hat einfach aus der Wohnung richtig perfekten Blick auf den Kölner Dom. Hier hat sie noch so ein paar Kostüme. Ich meine, das kennt, glaube ich, jeder YouTuber, dass man irgendwo Müll rumfliegen hat, den man mal für ein YouTube-Video gebraucht hat. Habe ich, glaube ich, jetzt das meiste in der Wohnung mir hier schon angeschaut. Falls du ein bisschen Komfort brauchst, Harry Potter Bücher und DVDs. Gibt es aber auch im TV, Google Play und App, Google Play App und iTunes. Ich glaube, hier kann ich mich gut wohlfühlen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr so das Video bisher findet. Ich meine, es ist wirklich eine ganz neue Sache, wirklich, glaube ich, auf YouTube. Ich kann es euch nur auch nochmal allen sagen, schaut alle bei Kelly vorbei, weil ich meine, immerhin könnt ihr dann meine Wohnung auf eine Art und Weise sehen, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Und lasst ihr auch gerne ein Abo da. Ich bin zwar der kleinere von uns beiden, aber wir können jetzt zeigen, dass wir auch jede Menge Power haben. Und schreibt einfach mal einen Kommentar bei Kelly, lasst ihr bisschen Liebe da, schreibt ihr ein Like, Mann. Und lasst ihr ein Abo da, das wird sie bestimmt freuen. Ansonsten, ich glaube, ich chill jetzt erstmal ein bisschen, mach mal die Kamera kurz aus, komm ein bisschen runter. Okay, Leute, ich bin jetzt ein bisschen angekommen, hab mal was getrunken. Ich werde gleich nochmal den Brownie von Kelly probieren. Und ich muss ihre Wäsche aufhängen. Ich meine, ist ja meine Wäsche jetzt sozusagen. Ihre Maschine ist nämlich fertig. Einfach echt selbstgebackener Brownie, das ist zu hart. Krass, ey, niemals würde ich selbst backen. Der sieht richtig gut aus. Naja, Leute, dann probieren wir mal Kellys Kuchen. Oha, wenn der wirklich so ein Fitnesskuchen ist, also wenn der nicht so viel Kalorien hat und sonst was, der schmeckt eigentlich fast wie ein normaler Kuchen. Das ist jetzt auch, glaube ich, erstmal mein Mittagessen. Wir haben 14.40 Uhr, ich habe nicht mal gefrühstückt und ich esse gerade zum ersten Mal irgendwas. Ja, ich glaube, ich verdrücke mal diesen Kuchen und suche mir sonst noch was zum Essen und dann treffe ich mich auch gleich schon mit Mikey, aber davor muss ich noch die Wäsche aufhängen. Hey, Mikey! Hello. Was geht? Du stylst mich gleich um. Also normalerweise, ich will ja immer, dass Kelly von ihrem Street-Style weggeht und dann zu Prinzessin wird, ne? Mhm. Ich muss dich dann zum Prinzen machen. Zum Prinzen also. Ja, du kriegst ein Hemd, weißes Hemd, so richtig cute Schwiegersohn. Wann wollen wir uns treffen? Wir haben jetzt 14 Uhr. Ich kann jetzt los. Okay, ich würde auch sagen, dass ich hier fertig bin. Also okay, perfekt. In 35 Minuten. Okay, perfekt. Alles klar, dann machen wir das so. Bye. Okay, bis gleich, hau rein, tschüss. Ciao.